Zum 7. Mal wurde jetzt im November der Existenzgründerpreis der Ostsee-Zeitung vergeben. Gesucht wurden wieder besondere und erfolgversprechende Geschäftsideen. Auch in diesem Jahr gab es über 40 Bewerbungen. 8 davon kamen in die engere Wahl und stellten sich dem Publikum vor. Existenzgründerin Kirsten Dubs erhielt den Sonderpreis. Sie hat vor 3 Jahren eine alte Bootswerft in Friest bei Wolgast wieder zu Leben erweckt. Ja, das fanden wir eben besonders toll, dass eine Frau den Mut hatte, in so eine klassische Männerdomäne wie Werft oder, wenn Sie so wollen, Bootsbau einzudringen und zu sagen, ja, okay, ich mache mich da selbstständig. Ich binde mir da so eine alte Werft vor den Bauch, nehme Kredit auf, modernisiere die, arbeite mit Gesellen zusammen, also mit Männern. Und das ist eben ein hartes Handwerk und das fanden wir irgendwie schon faszinierend und waren dann mehrheitlich in der Jury auch dafür, Frau Dubs den Preis zu geben. 1.000 Euro Siegprämie erhielt Kirsten Dubs für ihren Mut. Also für mich ist die größte Schwierigkeit, Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen. Es ist auch für mich immer mit die größte Herausforderung, tatsächlich das mit dem Kind zu managen, ohne dass er sich da zu sehr an den Rand gedrängt fühlt. Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft warteten gespannt, wer den Hauptpreis erhalten würde. Thomas Kliso, Gründer der Hofbrennerei zur Strandburg auf der Insel Rügen, stellt seit 3 Jahren aus größtenteils heimischen Früchten und Getreide Obstbrände, Korn und sogar Whisky her. Im Online-Shop kaufen auch Kunden aus dem Ausland ein. Und der Jungunternehmer hat noch viele weitere Ideen. Die 5.000 Euro Preisgeld kommen da genau richtig. Wir werden das Geld gut gebrauchen können. Es wird sich sicherlich wiederfinden in der Firma, in irgendeiner Investition, vielleicht einen neuen Kessel, in dem wieder Maische gelagert werden kann, aber in größeren Mengen. Eine neue Pumpe zum Beispiel wäre da auch anzusprechen. Und naja, wir wollen mal schauen. Wieder mehr solche mutigen Gründer wünscht sich Ministerpräsident Erwin Sellering, der als Schirmherr bei der Preisverleihung dabei war. Seit etwa 2 Jahren sind die Gründerzahlen im Land rückläufig. Was sehr positiv ist, wir haben weniger fehlgeschlagene Gründungen, also kaum noch Insolvenzen. Das zeigt vielleicht, dass man diesen Schritt in die Selbstständigkeit etwas bewusster tut. Und wenn wir dann eine kleine Prozentzahl weniger haben, aber dafür handfestere und belastbarere, dann bin ich damit auch zufrieden. Gründer finden bei uns in Mecklenburg-Vorpommern beste Voraussetzungen, wirbt der Ministerpräsident. Ja, Gründerinnen und Gründer sind ja meist noch jung und dann gibt es schon Kinder vielleicht, 2, 3 Jahre alt. Bei uns kann man wirklich gute Kinderbetreuung bekommen. 97% der 3- bis 6-Jährigen finden bei uns einen Platz. Also Frauen und Männer, die einen Betrieb gründen wollen und kleine Kinder haben und deshalb Betreuung brauchen, die sind bei uns sehr gerne gesehen und sehr gut versorgt. Rund 270 Jungunternehmer haben sich bei der Ostsee-Zeitung seit 2003 für den Preis beworben. Trotz Schwierigkeiten soll er auch im kommenden Jahr ausgelobt werden. Die Krise ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen, an der OZ. Wir mussten auch für das nächste Jahr, für den Etat, Einsparungen und Kürzungen vornehmen. Das ist überall so. Die Werbeeinnahmen sind zusammengebrochen. Die Auflage der Zeitung läuft sehr gut. Wir haben mehr Zeitungen verkauft in diesem Sommer als letztes Jahr. Aber wie gesagt, auch wir spüren die Krise, aber wir haben eben gesagt, an dieser Geschichte, an diesem Existenzgründerpreis wollen wir keine Abstriche machen. Sobald der Wettbewerb startet, erfahren Sie es bei uns.